Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Witcher 3 mit Geralt. Und eurem Doc. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Schon gut. Ich helfe immer gern. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Mhm. Danke für alles. Bis dann, Triss. Mhm. Bis dann. Wo finde ich dich, wenn ich dich brauche? Ich wohne in den Scherben. Geh den Hügel hinauf, vorbei am Fischmarkt. Schau mal vorbei. Wir sehen uns. Werde ich machen, Triss. Schönen Frauen kann ich doch eh nichts abschlagen. Ach, guck mal, das wäre der arme Städter, der tanzt. Bam, 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 bam. Rolling! Ja? Wo hallo, Mann von Hurensohn. Verschwinde von hier. Was gibt's, Mörder? Mörder nennst du mich. Du bist Chase. Kann nicht mehr gehen, kann nicht mehr stehen. Oh, hier war wohl schon jemand vor mir. Kommst du vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Weil einfach einer nur in den Flur gekackt. Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Richtig, Hexer lässt man rein. Sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Vor allem, ich verspreche dir auch, dass ich nichts klaue, was, Moment, ich mache euch mal ein bisschen Licht an, dass ihr auch was seht wieder.
selbst braucht das eigentlich nicht immer. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Halt. Geh weg. Tu das nicht. Lass das. Hört sich schon gut an, was Corinne da veranstaltet, oder? Oh, die Tür geht von selbst auf. Stell das bitte. Und das scheint ein Geist zu sein, oder? Ach, guck mal, was das ist. Das ist gar kein Geist. Das ist einer von diesen, wo wir im Sumpf dasselbe Vieh gesehen haben. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Geralt, sie steht bereit für dich. Die Puppe. Der Dachboden. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Ein altes Kinderbett. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Halt. Geh weg. Tu das nicht. Lass das. Man kommt komm mal. Nicht in den nächsten Raum. Doch, kommst du, da siehst du das doch. Was soll schon passieren? Ich habe ein Schwert. Suche das Bild. Hier oben war keins. Wo war denn eins? Unten? Ich höre Schritte. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. War es hier im Nebenraum? Nee, da muss das unten sein. Oder war das ganz oben jetzt? Bisschen verwirrt. Ach scheiße, ich bin draußen. Falsche Tür. Entschuldigung. Wir sind noch dran mit deiner Hexenaustreibung, was auch immer hier unten los ist. Wir arbeiten dran. Ach, weißt du was? Das Bild haben wir eingesammelt. Okay.
Okay, ein Kinderbett, was gemalt wurde. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Nichts bestimmt. Ja, natürlich passiert eine ganze Menge, wenn das passiert. Aber es scheint definitiv einen Geist zu geben. Und ich glaube, Corinne wird immer nackter. So, Puppe rein. Finde heraus, warum die Tür zugefallen ist. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Geralt macht erstmal Actionrolle. Hier war nicht der Ofen. Vor allem, warum ist es so dunkel hier? Warum haben die nicht erstmal die Bretter von der Wand abgenommen? Nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist, aber andere wissen das vielleicht nicht, und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Tja. Glück gehabt. Obwohl,
Warum gibt sie Hinweise dann? Hat sie selbst die Hinweise gemacht? Also der Göttling. Ach, guck mal, die ist schon wach. Hey, Babe. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Ich dachte, es geht jetzt erst um was anderes. Warum denke ich eigentlich immer so viel an Sex? Ganz schlimm. Hört sich schon... Schon wieder diese Stufe. Jetzt sage ich dem draußen, da ist nur ein Göttling, du kannst das Haus einfach niederbrennen. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Richtig, du bist doch recht reich. Das zweite Schwert ist es blind. Ach, als wenn das zweite Schwert für den Notfall wäre. Bam, weg mit dir, alter Städter. Schon krass die Stadt, oder? Moment mal, da vorne war ein Schmied. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpenmann. Hey, Waffenschmied. Was hast du im Angebot? Genau. Zeig mir mal, was du nicht im Angebot hast eigentlich. Beziehungsweise kauf mal den ganzen Schrott erstmal, den ich habe. Ne, die nicht. Die beiden können wir wegschmeißen. Dann haben wir hier vorne die Assassinenstiefel, will ich jetzt aber auch nicht. Ben-Ader Brustpanzer. Ah. Ist der auch zu schwach. Mal eben umschalten. Plus 8 Kälteschaden. 1% Chance auf Einfrieren. So, die können wir auch wegmachen. Gegenstand hier unverkäuflich. Und der will meine Liebling-Trophäe nicht haben. Bitte keine Verbesserung entfernen. Ich wandle mal alles Mögliche. Ich glaube, das hier ist alles der Plunder. Ja, steht ja alles bei. Was
haben wir hier? Schweinehaut. So, und dann sind wir schon bei den Handwerkszutaten. Bei den ganzen Bücherkack und Notizenkack, den müssten wir eigentlich auch mal loswerden. Und warum ist denn jetzt hier noch mehr Plunder? Ich finde das total schlimm, dass beim Zerlegen das einfach nicht vernünftig sortiert ist. So, da kriegen wir irgendwas Silberbarren her. Stahlblech, wenn wir wollen, und ist aber teuer, das alles zu entfernen. Handwerk. Wir haben doch eine Verbesserung bekommen für verbesserte Greifenhandschuhe. Überlegene Bärenhandschuhe. Ist doch alles der falsche Handwerker. Wir haben doch bestimmt hier einen Waffenschmied, ne? Genau, das ist doch super. Dann kann ich mal schauen. Benötigt Stufe 7. Lustigerweise ist das sogar das Greifensilberschwert. Was haben wir im Moment in der Hand? Das Relikt, ne? Wir sind aktuell Stufe 13. Chance auf Bluten 10%. Haha, Stufe 37. Greifenstahlschwert, das ist schlechter. Mariborner Schwert. Mit den Stiefeln kann ich auch nichts anfangen und die Verbesserung auch nicht. Bin ich echt am Überlegen, ob wir noch den Ach Moment, das sind die Stahlwaffen. Das Glanzschwert bauen, obwohl mehr als mehr, also es macht ja halt mehr Schaden, aber sonst keine Zeichen, keine Bonuserfahrung. Da wäre das Greifenschwert sogar noch besser. Wir machen es einfach mal, weil wir es können. So. Und nächstes Mal machen wir dann weiter mit Let's Play Witcher 3. Bis dahin, ciao. Euer Doc.